Sonst wäre das ja alles viel zu einfach. So, da geht's zum Spucknapf. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Ich will aber schauen, ob ich hier schon die Quest annehmen kann für die Frau hier. So, wir können die Quest von der schon annehmen. Das heißt, wir können der ihr Herzteil droppen in dem Komplex, wo wir dann später reingehen. Wird gerne erstmal zur dritten. Wird nämlich auch gern mal schauen, ob wir jetzt schon gegen den Roboter kämpfen können. Oh, war das hier? Ganz kurz schauen. Ich-Perspektive mal. Ja, okay, hier können wir schon hoch. Ja, gut geraten, sag ich mal. So 500 Gulden gleich einfach mal so eingesteckt, ne? Ist ja nichts Besonderes. Da haben wir gleich die Universität. Ich glaube, mit dem Kleinen hier konnten wir labern, oder? Ah, okay, den konnten wir ausfragen. Der hat uns dann halt Sachen erzählt und, ja. Da hätten wir einiges lernen können sollen für später ein kleines Rate-Event. So, und du bist. Einfach so, ne? Ganz stumpf. Wie er es rumbrüllt, ne? Und dann jetzt auf einmal so. Ja, klasse. So, der hier ist relativ stark. Hol ja auch mal erstmal den Eisenkrieger rein, damit wir nicht so viel Schaden fressen. So, jetzt müssen wir ganz schnell weg von dem. Das hat nämlich eine echt große Range. Oh, dann haut er dreimal. Probieren wir mal das hier. Okay, das macht nicht viel Schaden. Da machen wir mit Auto jetzt fast mehr. Jetzt wieder ganz schnell weg. Weg, 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 weg. Okay. Wir machen sogar mit Auto-Hits mehr Schaden. Er kann natürlich auch blocken, ne? Jetzt wieder ganz schnell weg. Und danke. Oh, wieder blocken.
Also soll ich wieder ein bisschen zurückdrängen. Ah, block gleich wieder. Nein, block doch. Nur das ist der Rundumschlag. Boah. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Oh, wieder mal ein bisschen zurückdrängen. Und da haben wir ein Blatt gemacht und 2000 XP bekommen, Alter. Das reichte natürlich easy für ein Level Up. Und hier haben wir das letzte Wolfstotem für Tal bekommen. Deswegen wollte ich nämlich hier hoch. Und in riesigen Goldbahnen bekommt man natürlich auch eine mega Menge Kohle dafür. So, oh Mensch. Ich wollte ihn auslachen wegen der Kriegsmaschine, aber er ist natürlich schon weg. Soweit ich weiß, müssen wir, glaube, uns die Goldbahn für die Händler aufheben, weil die hier nur relativ wenig bringen und wir kriegen von den Händlern, glaube ich, wesentlich mehr. Mal ganz kurz schauen. Also wenn sie unter 5000 bringen, dann heben wir sie uns für die Händler definitiv auf. Weil die Goldbarren bringen sehr, sehr viel Gold. So, verkaufen bzw. einkaufen. Nummer 3. Ja, der Goldbrachen bringt hier nur 3000. Ja, man kriegt für Händler oder bei Händler natürlich wesentlich mehr. Deswegen werden wir uns das für die Händler aufheben. Können wir aber erstmal alles Unnötige weiterverkaufen. Schädel, Bierlordstein, Schattendiebstein, den Opal, ja. Und den Stein behalten wir erstmal. Nein. So. Ja, ganz kurz schauen. Okay, ich hätte nämlich gerne mal geschaut, ob ich hier schon was Besonderes kaufen kann. Nee, das ist noch alles zu teuer für uns. Öffnen. So, da. Bitte. Öffnest du? Danke. Schon der Dach, der behält mich einfach so bei sich. Ja. So, und dann gehen wir hier schon mal rein. Das ist nämlich die Universität, wo wir hin mussten. Ja. Meine Forschung an Elixieren hat mich zu einer Koryphäe in der Wissenschaftswelt gemacht. Ihr könnt mich alles zu Ich glaube nicht. Oh, hier mit denen konnten wir ein Ratespiel machen. Verstand ist allein.
Allein schon ein trefflicher Preis. Aber es gibt noch mehr. Okay, dann stell mal deine Fragen. Ausgezeichnet. Kein Gerede, Blick nach unten und lest das Prüfungsblatt. Klebrige. Einige Klebspinnen verschießen klebrige Netze. Richtig. Toxikos können Nahkampfangriffen leicht ausweichen. Nein. Erdbebenangriffe der Vivalos können einem Schaden zufügen, selbst wenn man blockt. Falsch. Ganz passabel. Aber wenn ich okay, das ist zwar nicht alles richtig. So, Preis. Ja, okay, ich probier's. Achilles findet man nur am Strand. Richtig. Die meisten Bewohner von Illumina glauben an Tetsu, den Schöpfer. Falsch. Lichtkreaturen stammen nicht aus Haskelia. Falsch. Schon wieder? Ah. Komm schon. So. Wir probieren es nochmal. Einige Bewohner von Shadanimo sind Anrufe vom Morphen, die halb Tier, halb Mensch sind. Richtig. Auf jeden Fall. Argonen können sich in den Kampf hinter einen teleportieren. Ja, richtig. Erdbeben an. Klicken wir jetzt einfach mal richtig. Jawohl! Also nicht blocken, wenn er einen Erdbebenangriff macht. Dieses Saphir-Elixier. Jawohl, einfach mal so bekommen. Wen haben wir denn da? Ilko, wie geht es meinem Musterschüler? Bist du wegen des Kristalls hier? Ah, Professor, da bin ich. Eile, Spooky, was macht ihr denn hier? Professor, ihr müsst sich's rahmen. Opio left it. Willkommen. Wir sind wegen des Kristalls hier. Der Professor hilft uns bei unserer Suche. Der Kristall scheint die Rechner im Komplex beeinflusst zu haben. Sie haben sich verselbstständigt. Wartet, welche Rechner? Was ist los, Professor? Mit einigen deiner alten Technologien haben wir Kristalle als Energiequelle für einen neuen, vollständig automatisierten Komplex verwendet. Wir nannten es das Grenzsystem. Das ganze Zentrum wurde durch eine einzige Einheit gesteuert, die durch die Magie des Transcentia-Kristalls betrieben wurde. Na, na, na. Lassen wir mal Sachen wie Magie hier aus dem Spiel. Kren, der Roboter, sollte die Geologie eines Gebietes erkunden und aufzeichnen. Dies sollte mögliche Kristalllagerstätten aufzeigen. Aber sobald wir ihn an den Kristall anschlossen, fing er an, völlig neue Daten anzuzeigen. Was für Daten? Und wie passt ihr beide in das Ganze? Sieh mal, die Geografie sieht zunächst vertraut aus. Aber an der Küste Haskelias gibt es keine Kristalle. Da ging mir ein Licht auf. Diese Daten beziehen sich nicht auf Haskelia. Diese Karte zeigt eine andere Welt, die ein Spiegelbild der unsrigen ist. Wir haben dem Professor erzählt, wie wir mit dem Shadani-Kristall ins Schattenreich gelangt sind. Er meint, vielleicht könnten wir über das Portalsystem weitere Kristalle finden. Wir wollen in den Komplex, um einen Kristall von Kren zu holen. Aber der Professor meinte, wir sollten auf euch warten. Und damit hat er auch völlig recht. Lieber Professor, hatte ich euch nicht gewarnt? Bei solchen Sachen hat man bald rebellische Hardware, die sich allein repliziert. Ich fürchte, das ist schon geschehen. Kren hat die Tür zum Prozessorraum verriegelt und keiner traut sich mehr ins Gebäude. Ich kann euch jedoch die Türen zum Komplex öffnen. Tja, von wegen. Rein, abholen, raus. Jetzt müssen wir den Kristall einem gestörten Roboter. Vor allem den gestörten Roboter. Ist natürlich die beste Ausdrucksweise. Erfreut mich zu sehen.
Ja, das wird noch alles ganz lustig. Viel Glück da drin. Wenn du uns den Kristall bringst und wir noch ein paar Experimente machen können, garantiere ich dir einen noch stärkeren Kristall-Echo. So, wir sind natürlich jetzt automatisch auf der nächsten Ebene gelandet. Und das ist aber eigentlich nicht die Ebene, wo ich hin wollte. Wir schauen uns hier noch ganz kurz um. Vielleicht war es ja doch die Ebene. Okay, nein. Das ist nämlich das Observatorium. Dann können wir dann später dort hier Kristalle für abgeben. Jetzt muss ich mal ganz kurz mit der Ich-Perspektive schauen. Da oben jetzt noch was, oder ist das nur für das Observatorium später? Da hinten, lol. Kommen wir dann irgendwann hin? Ah, jetzt haben wir hier wenigstens noch eine Truhe. Golden. So, das da drüben interessiert mich, ob das irgendwie. Das ist auch keine Truhe, also wird man da auch wahrscheinlich nicht wirklich viel machen können. Wie man sieht, hier ist alles an dem Berg gebaut. Wirklich alles, selbst die Häuser. Das finde ich ziemlich nice gemacht. Aber wie man sieht, das verbraucht eine Menge an Metall und wenn da einer Aufzug hier nicht geht, dann kann man natürlich auch nicht zwischen den Ebenen wechseln. Also allgemein, die Nutzung von dem Gebiet ist richtig gut gemacht. Zwar alles hier an den Berg dran geklatscht, aber ja, man nutzt halt den Lebensraum, ne, so wie es gut möglichst geht. Na, alles schön miteinander verbunden, ne. Es freut mich irgendwie so an Dransentia. Hier wird eigentlich jeder kleine, ja, wie soll ich sagen, hier wird jede kleine Fläche ausgenutzt und Flächen werden erschaffen, um hier was drauf zu bauen. Ja, so. Nun haben wir schon ziemlich viel gemacht und Totems gefunden, worüber ich mich echt freue. Wie viele Totems haben wir jetzt bekommen? Wir haben das Katzentotem von Buk hier, dann haben wir zwei Totems, einmal vor und nach der Brücke von Elko und die letzten zwei Totems von Tal. Das ist schon sau viel, finde ich. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal wieder mit Sudeki. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Parts wieder mit dabei, wenn wir in den Komplex reingehen und den gestörten Roboter den Kristall rausnehmen. Beziehungsweise entreißen. Und dann bis zum nächsten Mal reingehauen und schaußen.